Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Case Opening. Ja, wir haben keine besonderen Kisten heute, wir haben einfach heute nochmal 18 normale Kisten. 18, weil ich in letzter Zeit viel gespielt habe, viele Kisten, viele Schlüssel bekommen habe. Und deswegen öffnen wir heute mal 18 Stück. Ja, geile Skins will ich hier jetzt mal rausbekommen, hier noch die ich habe, so. Gerade hier so die Winterskins, den Zombie Rise, der ist geil. Den Trash-Skin, dann habe ich alle. Ne, Varus ist das. Ich dachte gerade. Den Varus-Skin, der ist nämlich auch geil. Den Nocturne, klar, den Fizz. Alles nicht schlecht. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Öffnen gleich mal 10 Kisten am. Warum? Warum? Ich will doch kein. Ich brauche doch keine. Ich hab doch 10.000. Oh, Gott sei Dank habe ich jetzt mal einen Champion gekriegt. Finde ich richtig geil. Ja, einen Rumble Skin. Zwar nicht der geilste, aber wenigstens einen Rumble Skin. Den brauche ich noch. Nochmal Geisterwächter Udyr. Geil. Drachen, den hatte ich schon mal, Drachentöter. Pantheon. Hä, geil. Die sieht geil aus. Königliche Krabbe. Das sieht auch nicht schlecht. Die Aufklärungsdrohne Auge. Ist das von Project Skins? Ich glaube schon. Sieht auch geil aus. 150 Essenzen und. Okay. Ja, schön. Wieder hier ist. Zwei coole Augenskins und Geisterwächter und sowas. Finde ich geil. So, 8 Kisten haben wir jetzt noch. So, oh, schon wieder ein Auge. Die ersten 10 Kisten gingen jetzt schnell am Stück. Das ist auch nicht schlecht. Oh, ein Xerath-Skin. Nicht schlecht. Für Xerath fehlt mir nämlich auch noch ein Skin. So, wie immer, die Kisten gehen schnell auf. Ich habe einen geileren Lulu-Skin. Die Kisten gehen schnell auf, das danach wird dann länger. Oh, Bärenklau. Bärenkavallerie. Sorry, ich habe Bärenklauen erst gelesen. Bärenkavallerie-Situation. Auch kein schlechter Skin, so. Habe ich nicht. Schön, schön. So. Pool-Party-Sack. Geil. Geil. Oh, den habe ich sogar schon. So. Erzherzog Nessus. Nicht schlecht. So. Jetzt noch 2 Kisten. Und die vorletzte Kiste. Korallenriff Malfoy. Ja, es gibt schönere Malfoy Skins, aber. Ja. So, die letzte Kiste für heute. Giftiger Dr. Mundo. Der sieht. allein das Bild sieht schon. Ja. Ja, gewöhnungsbedürftig aus. können wir die auch umwandeln? Geil. Jetzt gucken wir mal. Das gibt's, was dabei rauskommt. Stahlkriegerauge. Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, was wir natürlich machen hier. Das da und das da. Oh, was kriegen wir für einen Champion? Oh, es ist Velkos. Oh, schön. Oh, schön. Oh, scheiß Champions. So, also den würde ich gerne entzaubern, weil der bringt richtig viel Asche hier. Dann wandeln wir mal um. Welchen haben wir denn schon? So. Den haben wir schon. Wandeln wir mal den um. Sonst habe ich keinen mehr, oder? Das ist der einzige, den ich jetzt. Dann wandeln wir mal um. Mal so. Entzaubern. Mal weg. Den Luskin brauche ich nicht. Entzaubern. Den Cinch brauche ich nicht. Entzaubern. Den Nessus brauche ich nicht entzaubern. Den Mundo brauche ich nicht entzaubern.
den Malphite brauche ich nicht entzaubern. Den brauche ich nicht entzaubern. So, jetzt haben wir ein paar. Ich würde jetzt fast sagen, wir nehmen den Skin einmal. Bam! Schneetag! Syndra. Geil! Dann einmal den Fisk-Skin. Bam! Super galaktischer Fisk. Geil! Einmal den Nocturne. Enternum. Nocturne. Geil. So, was haben wir jetzt? 78 haben wir jetzt noch übrig. Der Rummelskilden ist auch scheiße. Sejuani. Oh. Lassen wir das mal so. Dann war das eigentlich eine ziemlich erfolgreiche Folge, würde ich so sagen. Wir gucken jetzt mal hier, was wir jetzt bekommen haben. Wo gehen denn bisherige Eingriffe? So, wir haben bekommen dieses Symbol. Dann das Augenskin und die drei geilen Skins. Ich würde sagen, das hat sich gelohnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sage ich ciao. Bis zum nächsten Mal. Und gern Like oder Kommentar da lassen. Man sieht sich.